Die ersten kalten Tage haben wir jetzt schon erlebt und wahrscheinlich habt auch ihr eure Heizung inzwischen wieder angemacht. In Jena und Umland werden die meisten Haushalte entweder mit Fernwärme beheizt oder heizen direkt mit Gas. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, ob es nicht eine gute Idee wäre, mit Strom zu heizen und Gas und letzten Endes auch Geld zu sparen. Heizlüfter und Co. sind allerdings nur für den kurzfristigen Gebrauch entwickelt worden. Dabei wird viel elektrische Energie benötigt. Da die Kilowattstunde Strom deutlich teurer ist als Fernwärme oder Erdgas, spart man auf diesem Weg in den meisten Fällen leider nichts. Im Gegenteil, Heizen mit Strom ist fast immer deutlich teurer als Heizen mit Gas. Wenn ihr Heizkosten sparen wollt, dann werft lieber einen Blick auf eure Heizkörper. Es ist viel effizienter, die Raumtemperatur dauerhaft um ein paar Grad zu reduzieren. Auch aus technischer Sicht sind Heizlüfter und Co. nicht zu empfehlen. Viele dieser Geräte haben eine Leistungsaufnahme von 2000 Watt. Wenn ihr viele dieser Geräte über längere Zeit gleichzeitig betreibt, kann das eure Hausinstallation überfordern. Schlimmstenfalls wirkt sich das sogar auf das Stromnetz aus. Noch mehr Tipps findet ihr auch immer auf unserer Website.